Das einmal eins des Herzens. Was muss ich wissen, wenn ich überhaupt mit dem Hobby anfangen möchte? Und was muss man alles beachten? Diese Frage möchte ich euch heute erstmal als grobe Vorschau beantworten. Es wird mehrere Teile geben. Und zur Einleitung gehört für mich, was muss ich im Umgang mit Harz beachten? Dazu müsst ihr wissen, Harz, Epoxidharz, Resin ist ein und das gleiche. Resin heißt es nur im Englischen. Wir nennen es Epoxidharz, ist ein Kunstharz aus Chemikalien. Und da muss man natürlich dann auch vieles bei beachten. Und das werde ich euch in Folge 1 erklären. Im zweiten Video möchte ich euch erklären, was benötigt man alle zum Harz. Man braucht ja eine ganze Menge Zubehör. Wo kriege ich das her und was ist am besten geeignet? In Folge 3 möchte ich euch erklären, wo man am besten was einkaufen kann. Ich habe dazu ganz viele Links unten in der Videobeschreibung. Die könnt ihr euch schon mal angucken. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Ihr bezahlt da keinen Cent mehr, wenn ihr da drauf klickt und darüber einkaufen tut. Ich bekomme nur eine kleine Provision und dadurch unterstützt ihr meinen Kanal. Ansonsten könnt ihr auch, wie ihr wohnt, mit dem Code Heiko hilft, den zeige ich euch mal hier oben, bei www.dipon.de 10% ab 40 Euro Warenwert auf den gesamten Einkauf sparen. Da kriegt man auch ganz, ganz vieles, was man zum Harzen benötigt. Aber im Grunde möchte ich euch nur erklären, wo ihr preisgünstig und gut einkaufen könnt. Weil es muss nicht alle teuer sein, um gut zu sein. Genauso muss es nicht alle billig sein, um gut zu sein. Man muss immer den besten Mittelweg finden. Und das möchte ich euch in diesem Video erklären. In Folge 4 möchte ich euch erklären, welches Harzsystem für welches Projekt am besten geeignet ist. Projekt ist bei mir das, was man gerade machen möchte. Möchte ich jetzt eine Pyramide gießen oder einen Tisch gießen oder nur kleine Anhänger gießen? Jeweils sind ja immer verschiedene Projekte und dafür gibt es verschiedene Harzsysteme. Da möchte ich euch in diesem Video damit erklären, welches für was das beste Harzsystem wäre. Welches ihr im Endeffekt mit gleichen Eigenschaften und so nutzen tut, müsst ihr selber entscheiden. Ich erkläre euch ganz, ganz vieles anhand von den Harzen von www.dipon.de. Hier oben steht es, die Adresse. Da könnt ihr ja mit dem Code Heiko hilft, blende ich mal hier oben ein, 10% ab 40 Euro Warenwert auf den gesamten Einkauf sparen. Aber es geht darum, welches ist für welches Projekt am besten geeignet, denn ich kann nicht alles mit einem Epoxidharz machen. Es gibt kein Allround-Epoxidharz, was von niedriger Gießhöhe bis hoher Gießhöhe ist und die gleichen Eigenschaften aufweisen tut. In Folge 5 soll es darum gehen, wie mische ich richtig. Also die Harzsysteme, wenn sie nicht gerade UV-Harze sind, denn UV-Harz ist ja was durch UV-Licht gehärtet wird, das ist aber nicht für alles verwendbar. Deswegen gehe ich hier mehr jetzt auf das Thema Epoxidharze ein. Und das besteht immer aus zwei Komponenten, die in einem Mischverhältnis abgewogen werden müssen und gemischt werden, und zwar gründlich gemischt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gehe ich auf das Abwiegen ein, die Mischverhältnisse gehe ich mit ein, alles. Aber das könnt ihr dann für alle mir bekannten Harzsysteme erstmal anwenden und seid damit auch auf dem besten Stand der Dinge. Ja, in Folge 6 möchte ich euch erklären, wie ich berechnen tue,
damit ich weiß, wie viel Harzgemisch in eine Form passt. Sei es eine selbstgebaute Form oder eine gekaufte Silikonform. Man möchte ja im Grunde nicht zu viel anmischen, weil alles Überschüssige könnte man sonst der Entsorgung zuführen, wenn man nicht in anderen Silikonformen oder so aufteilen kann. Und genau das möchte ich euch in Folge 6 erklären, wie man berechnet, damit man nicht zu viel anmischen muss. Dazu würde denn unter anderem zum Thema Formbau nochmal ein extra Video geben, weil man kann sich eine Form natürlich auch durchaus selber bauen. Und das möchte ich euch aber im separaten Video erklären. Also es wird von Folge 6 dann noch eine 6.1 geben. Oder 6.1 und dann eine 6.2. Das werden wir dann sehen, aber das werden auf jeden Fall zwei Videos werden. In Folge 7 möchte ich euch erklären, wie sich Pigmente, Pasten, Flüssigfarben, Alkoholinks im Harzgemisch verhalten und was zu bewirken. Weil da gibt es ganz große Unterschiede. Man möchte was durchsichtig haben, also transparent haben und trotzdem farblich. Man möchte aber auch was haben, wo man nicht durchgucken kann und soll eine einheitliche Farbe, einen einheitlichen Farbton bilden. Man möchte zum Beispiel auch in mehreren Schichten gießen und immer die gleiche Farbe in jeder Schicht haben, aber nicht, man kann nicht alles mit ihnen mal anmischen. Das möchte ich euch in Folge 7 erklären, wo ist was das Beste zur Verwendung, was man einsetzen kann. In Folge 8 möchte ich euch erklären, wie man Farbverläufe hinbekommt. Farbverläufe nass in nass gießen, würde sich das jetzt so im Grunde erstmal beschreiben, damit die verschiedenfarbig angemischten Harzgemische noch ineinander verlaufen. Darum soll es in Folge 8 gehen. In Folge 9 soll es darum gehen, damit man Muster ziehen kann, die nicht mehr verlaufen. Im Gegensatz zur Folge 8, wo die Farben ja noch ineinander gelaufen sind, soll es hier darum gehen, damit sie nicht mehr ineinander verlaufen und man trotzdem schöne Muster erzielen kann. In Folge 10 dann auch im möchte ich euch erklären, wie lange 95% die Aushärtung so des jeweiligen Harzgemisches unter normalen Bedingungen und auch außerhalb normaler Bedingungen dauern tut. Gibt natürlich andere Temperaturverhältnisse und da verhält es sich auch anders mit der Aushärtung. Das möchte ich euch versuchen, in diesem Video zu erklären. In Folge 11 möchte ich euch erklären, wie man was reinigt und pflegt. Dazu zählt natürlich auch die Entsorgung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich auch um Himmels Willen nicht vergessen. In Folge 12 möchte ich euch erklären, ob man auch nacharbeiten muss. Epoxidharze bestehen im Prinzip zu 99% aus festen Anteilen und dann bleibt immer noch ein Teil übrig, der sich verflüchtigen tut und dann bildet sich eine Schrumpfkante, wo man im Zweifelsfall auch nicht nacharbeiten muss. Wenn ich natürlich schleifen und polieren möchte, weil die Form nicht mehr so schön ist, ist es auch eine Form der Nachbearbeitung. Und das möchte ich euch in dieser Folge erklären, in Folge 12 eben. In Folge 13 möchte ich euch erklären, für was man seine ergossenen Stücke alles nutzen kann. Da möchte ich euch genau erklären, wo man was nutzen kann. Seid aber bitte immer darauf bedacht. Ich spreche von den Harzen von Dipon.de. Aber in Folge 13 möchte ich euch im Grunde erstmal erklären, wofür ihr im Grunde fast alles verwenden könnt. In Folge 14 soll es darum gehen, wie oder mit was pflege ich meine Gießlinge, also im Grunde um die Endbehandlung und die nachhaltige Behandlung, damit es auch
länger halten tut. Weil ein Hartstück sieht vielleicht nach 2 Jahren nicht mehr so schön aus, dann kann ich es wieder aufbereiten. Und genau das möchte ich euch in Folge 14 erklären, wie man das macht. In Folge 15 möchte ich euch diese sogenannte Absaugglocke erklären. Das ist ja das, was ich zuvor auch schon angesprochen habe. Man braucht ja bestimmte Voraussetzungen dazu. Und wenn man zum Beispiel einen separaten Raum nicht hat, dann kann man sich eine Absaugglocke bauen und einen Raum nutzen, wo man sich nicht ständig drin aufhält. Bei Kindern sage ich jetzt in Anführungsstrichen, es würde Ausnahmen geben, wenn sie die dementsprechende Schutzkleidung und Ausrüstung in dem Fall tragen würden, wäre etwas, aber ansonsten, nein, bitte lasst Kinder außen vor. Ja, und ganz zum Schluss wird es wahrscheinlich noch eine Folge 16 geben, denn manch einer möchte seine Gießlinge ja verkaufen, auf Märkten oder so, um sich einen Groschen dazu zu verdienen. Und da möchte ich euch in Folge 16 mal einen ganz kleinen Überblick geben, was mir so bekannt ist, was man da für Voraussetzungen erfüllen muss, um das machen zu können. Im Grunde, denke ich mal, war denn das soweit zu den ganzen Folgen, die kommen werden. Hat euch das gefallen? Klickt bitte auf Gefällt mir unten und lasst mir einen Daumen nach oben da. Denn das hilft mir immer sehr, sehr weiter. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links. Da könnt ihr draufklicken. Dann schaut bitte, hier ist die Playlist. Und möchtet ihr nichts verpassen, klickt bitte hier auf mein Bild. Damit abonniert ihr den Kanal. Aktiviert dann die Glocke. Und dann werdet ihr auch auf jeden Fall informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Bis zum nächsten Video, sage ich mal ganz lieb. Bye, bye.